Möge der Saft mit euch sein. Joda, mein Name ist ihr Leut, und was erzählen werde ich heut, was gesehen ich habe von ganz oben und was zu tadeln oder loben. Ich mich habe aufgemacht, die Jedi mich haben hergebracht. Doch seltsam meine Sprache klingt, da mir die Grammatik nicht gelingt. Der Satz eher schwierig ist gebaut, was im Reim die Pointe versaut mir. Darum angetreten ich heut bin, hoffen tu ich, ich krieg's hin, zu sprechen so wie ihr es kennt, so wie in Neuhausen ihr's händ. In meinen Satz, so soll es sein, muss auch ein wenig Schwäbisch sein. Doch zuerst stoßet an und schenket ein, möge der Saft mit euch sein. Beschäftigt mich hat sehr die Frage, was bei einer Bütt ich euch nur sage. Mein Planet heißt Dagobah. Glaubet mir, da will ich nicht nach. Außer mir lebt da keine Sau, hab kein Haustier und keine Frau. Politisch ist da auch nichts los, bitte red grad da in die Hose. Dagobah, da ist nicht viel, ich wohne da, bin im Exil. Nur Sumpf und Wald, der abgesoffen, hab da noch bislang niemand getroffen. Da bei mir sonst nichts passiert, hab ich 4 Wochen investiert. Ich reiste vor einem Monat an, damit ich noch was lernen kann. Mein erster Abend mit Verdruss hieß MGV-Vergnügungsausschuss. Im Keller unten dieser Raum verfolgt mich heute noch im Traum. Die Durchsprache für die Fasnet-Schau lockte mich in diesen Bau, wo jedes Jahr besprochen wird, was in dem Jahr zur Fasnet gibt. Der Grund für meinen Erstauftritt: Was macht Joda in der Bütt? Nach der Frage, was ich soll sagen und ob mich noch Fragen plagen, noch kurz bevor alle entfleuchen, wollte ich schnell noch kurz zum Pullern. Als ich rauskam, es war nicht lang, alles dunkel. Mir wird bang, die Tür von außen abgeschlossen, den Abend dann allein genossen, im Dunkel bei einem Pilz aufs Haus fiel mein erster Abend ruhiger aus. So wird mir am ersten Abend klar, du bist nicht mehr auf Dagobah. In Neuhausen ist viel mehr los. Das nächste Mal mach ich in die Hose. Doch zuerst stoßet an und schenket ein, möge der Saft mit euch sein.
interessieren Taten mich seitdem Fragen, die Menschen auf der Erde plagen, oder zumindest in Neuhause. Auch das, was nicht schee, das, was recht bläht und auf der dunklen Seite steht. Ja, ja, die dunkle Seite, verführerisch sie ist und schmutzig. Staub und Dreck und CO2 trüben die Atmosphäre ein. Hitze, Feuer, Gletscher sterben, fast nur Chaos zum Vererben, fast Panik sieht man bei den einen, bei denen im Einfluss eher kleinen. Verleugnung sieht man bei den Großen, die den meisten Dreck ausstoßen. Da, wo es am meisten stinkt, die Emission noch steigt statt sinkt. Ein Vorbild wollet ihr da sein, doch dafür Deutschland ist zu klein. Je mehr ihr tut euch selbst kastein, je mehr lassen es die anderen sein. Und wenn ihr dann hockt am Lagerfeuer, weil Strom und Gas wird euch zu teuer, hat man da, wo es richtig kracht, noch eine Schippe drauf gemacht. Wobei man sicher Wege kennt, vieles hat man halt verpennt. Viele Ideen gingen ein, weil man konnte sich nicht einig sein. Und nach allen Seitenhieben ist nur eine neue Steuer blieben. Die Steuer für das CO2, die zahlt. Wie soll es anders sein? Wer heute hat schon wenig Geld, im Altbau wohnt mit dünne Wänden, wo Kühlschrank, Trockner, Waschmaschine ist alt. Da tut es besonders weh. Das wird es auf Dagobah nicht geben. Doch da willst du halt auch nicht leben. Aber sei es drum. Stoßet an und schenket ein. Möge der Saft mit euch sein. Doch, wenn man auf Neuhausen schaut, überall wird da gebaut. Jeder Fleck in jedem Eck, nehme frei alles weg. War Neuhausen noch früher klein, wird es in Zukunft nimmer sein. Doch was zum Glück Neuhausen hat, sonst wären wir bald Millionenstadt. Von oben schränkt, und das ist fein, der Sauhag unsere Fläche ein. Unten kommt auch nichts mehr dran, denn da läuft die Autobahn. Rechts ist Landschaftsschutzgebiet, was dem Schutz der Landschaft dient. Und nach links schützt uns der Schrecken. Vor dem bekannten Nachbarflecken. Seite, der Filter dort liegt, die dunkle Seite. Nach außen baust da nimmer an, drum der Flecken nimmer wachsen kann. Glück hat da wohl jedermann, der Neuhäusle sein eigen nennen kann. Drum werdet Grundstück immer feiner, Teisle teurer und noch kleiner, weil jeder, der es kann, auf Erden auch ein Neuhäuser will werden. Darauf stoßet an und schenket ein, möge der Saft
mit euch sei. Und so wie die Häuser aus dem Boden sprießen, so wollen auch im Filterdom die Eheleid die Ehe schließen. Wenn der Bischof Gebhard Fürst, der Bischof für Neuhausen ist, vor Freude sich nicht halten kann und ruft bei unserem Pfarrer an und verkündet unserem Ort den Filterdom-Hochzeitsrekord von Februar bis in November. Nicht nur Sommer, auch im Winter 40 Wochen, 40 Messen, 40 Ehen. Das hat gesessen. Da kannst du dich nicht beklagen, manchen musste ab, man sagen, selbst ein Paar aus Mainz. Und die haben geflucht, die Antwort leider ausgebucht. Das ist, ich sag's ohne Zynismus, der Filterdom-Hochzeitstourismus. So hoffen, dass die nicht weit laufen und auch hier im Flecken saufen. Ja, ich habe in 4 Wochen auch erkannt, habe mich mit Dagobah verwandt, ich gehe nicht zurück, ich bleibe hier. Hier gibt's Fasnet, Weib und Bier. Hier gibt's einen schönen Ort, da will jeder hin, keiner will fort, ich auch nicht. Nein, ich will nicht mehr in Flieger rein. Ich will ein Neuhäuser sein. Möge der Saft mit euch sein, es darf auch gern ein Scholle sein.